CSR hat für mich mehrere Facetten. Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf Ökologie, sondern bezieht sich auf das Miteinander von Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das weiß ich aus meiner eigenen Verantwortung von einem großen Partei-Landesverband, den ich leite. Das nehme ich aber wahr in vielen Gesprächen, die ich auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern führe. Menschen dürfen nicht nur Kostenfaktoren sein, sondern dann, wenn sie echte Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, übrigens nicht nur im Stammunternehmen, sondern auch bei den Zulieferern, erst wenn sie echte Mitbestimmungsrechte haben, dann können sie auch wirklich dauerhaft produktiv sein.